Sie meinen also, ich soll Ihre Erfahrungen weitergeben? Ja, was davon wichtig ist. Wieso haben Sie mich erwählt? Es war der Ausdruck Ihrer Augen. Sie schienen halbwegs intelligent zu sein. Danke, welcher Ausdruck? Genau der. Neugierig, suchend, unzufrieden. Und immer leicht verärgert. Wieso nicht Ihre Tochter? Die lassen Sie raus. Warum wollen Sie nicht darüber reden? Lassen Sie es. Sie will sie sehen. Ich habe gesagt, ich werde sie fragen. Ich habe mich in Ihnen geirrt, Jua. Erklären Sie mir das. Sagen Sie ihm, dass er aufmachen soll. Sie sind der Falsche, Jua. Ich bin der Falsche? Ja. Hab ich nicht Ihre Medikamentendosis herabgesetzt? Bin ich nicht der Meinung, dass Sie geschäftsfähig sind, was Ihre Anhörung angeht und dass Sie die Chance haben sollten, hier rauszukommen? Ich bin der richtige Ethan. Ah ja. Ich bin der Richtige. Alles unter Kontrolle, hm? Ja. Wer hat die Kontrolle? Wer hat hier die Kontrolle? Hm? Etwa Sie? Vielleicht ich? Die Wachen da draußen? Der Direktor in seinem Büro? Ja? Wer hat die Kontrolle? Achtung, Test, Test, Test. 1, 2, 3, 4. Dr. Ethan Powell befragt nun Dr. Theo Calder. Das wird ein sehr einfacher Test werden. Sie können bestehen oder durchfallen, leben oder tot. Sind Sie bereit, Jura? Dann schreiben Sie mal auf dieses Blatt, was ich Ihnen eben genommen habe. Was haben Sie verloren? Schreiben Sie! Los jetzt! Die Kontrolle? Falsch! Sie haben gedacht, dass Sie sie hätten, doch Sie hatten sie nie. Eine Illusion, Tabibu Jura. Was können Sie denn kontrollieren? Ich meine wirklich. Die Klimaanlage in Ihrem Wagen oder die Lautstärke Ihrer Stereoanlage? Was noch? Was noch? Na gut, noch eine Chance. Sie sind nervös, stehen unter Druck von vorn. Was habe ich Ihnen genommen? Was haben Sie verloren? Schreiben Sie. Schreiben Sie! Meine Freiheit. Bah. Sie sind ein Narrjua. Haben Sie geglaubt, frei zu sein? Wo waren Sie denn heute um 2 in der Turnhalle, habe ich recht? Und heute Morgen hat der Wecker geklingelt. Oder mitten in der Nacht wachen Sie schwitzend auf und Ihr Herz rast. Was ist es, das Sie gefangen hält, Jua? Sie einschnitt wie einen Knoten. Ist es vielleicht Ihr Ehrgeiz? Ja. Du bist für mich kein Geheimnis, Junge. Ich war mal genauso. Okay. Noch eine letzte Chance. Sie trauen es mir nicht zu? Was wäre schon ein Psychiater weniger auf der Welt? Ich stecke schon tief im Dreck. Was kann mir noch passieren? Letzter Versuch. Also machen Sie es richtig. Was haben Sie verloren? Was habe ich Ihnen weggenommen? Schreiben Sie. Meine Illusion, genau. Ich gratuliere. Sie sind immer noch mein Student. Und Sie haben nichts verloren, außer Ihre Illusion. Und ein klein bisschen Haut.